Kaya-Cutters, die wir dann natürlich ergänzen um die hohen Shotokan-Cutters und Shurikan-Cutter. Als nächstes Hayanidan. Peter wird uns, Peter Ander, sei der Name, wird uns die Hayanidan vormachen und ich werde Erklärungen dazu geben. Und zwar solche Erklärungen, die ich auch im Training immer wieder gebe, beziehungsweise Ausführungen, so wie wir es im Training erlernen. Ja. Beugen. Aus. Hayasana. Hayanidan. 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 Sorry. Und ja. So. Außenbewegung, etwas nach rechts gehen, beide Fäuste geschlossen. Und diagonal nach oben für 1. Dann die obere Hand kreisend nach vorne schlagen. 2. Zurückziehen. 3. Wieder ausholen. Linke Seite. Wechseln. 1. Obere Hand kreisen. 2. Dabei gehen die Ellbogen zusammen und die linke Faust schlägt auf die Schulter auf. Und zurückziehen. 3. Sehr gut. Und ja. Und ja. So. Zeig mal das. Peter, geht mal bitte darüber. Es gibt 4 Möglichkeiten, die erste Bewegung auszuführen. Und 3 davon sind falsch. Ja? Peter, greift mich mal rechts zurück an. Die erste Bewegung als erste Möglichkeit ist, ich kreise nach vorne. 1. Ja? Das heißt, wir haben eine Kreis, auch eine sehr beliebte Kreisbewegung. Falsch. Zweite Möglichkeit, Kreisbewegung von hinten. Falsch. Ja? Also kreisen nach hinten. Von hinten kommt nach vorne, falsch. Auch sehr beliebt, von außen zusammenkommen. Das heißt, die Blockwirkung bei dieser Technik ist, man sieht es hier, 0. Richtige Ausführung, ausholen, rechts zurück. Angriff, diagonal hoch. Dann Kreisbewegung, Angriff, Jodan. Und zurück, Tetsui auf den Kinnpunkt. Zeig's nochmal. Also, ausholen, 1. Diagonal, wow. Kreisen, 2. Zurückziehen, 3. Noch ein. Also, Hayanidan. Hayanidan. 1, 2, 3. Auch in diesem Rhythmus die Kata ausführen. Und 1, 2, 3. Hinterer Fuß langsam ransetzen, sodass zwischen hinteren und vorderen Fuß eine Fußbreite Lücke ist. Beide Füße zeigen in diese Richtung. Beide Füße zeigen, stehen auf einer Linie. Die Knie jetzt etwas absenken, rechtes Füße heben und gleichzeitig Yokogiri Kiage oder Ken. 1. Stuttgart. Beim Stuttgart vorgehen ganz wichtig, dass der vordere Arm gestreckt wird bei der Ausführung. Und die hintere Hand synchronisiert ausholen. Um 1. Um 2. Runterklappen. Nukite 3, 4. Komm! Wendung Stoke. Hinten herum. 1. In die Ecke strecke den Arm. 2. So, hier wird ganz oft der Fehler gemacht, dass man falsch wendet. Wir holen mit dem vorderen Arm aus. Ziehen den Fuß ran, den vorderen, drehen uns hier rüber. 1. Und Schritt vor in die Diagonale. 2. Der rechte Arm macht Uchiyuki, Fuß wird halb umgesetzt. Und hier bei dem Uchiyuki darauf achten, dass die linke Hand Hikite stark zieht, sodass rechts die Hüfte nach vorne gezogen wird. Also gedrückt wird. Ja, wie wir sehen. Meine absetzen kann ich. Der gestreckte linke Arm holt an der Hüfte aus, dabei wird der rechte gestreckt. Und wenn wir jetzt den Uchiyuki, Yaku Uchi machen, ziehen wir den vorderen Fuß etwa eine Fußlänge ran. 1. So, die Hüfte ist in Yaku Hani, das heißt, in meinem Übertreten. In der übertreten Position, das heißt, die linke Seite ist weiter vorne als die rechte. Und diese Möglichkeit, ich fordere das Knie etwas mehr beugen noch. Diese Möglichkeit des Überdrehens erzeugen wir durch das Anziehen des vorderen Fußes. Und Maige Yaku. Wunderbar. Beide Arme nach links strecken. Vorgehen, Moroto Kick.
Dabei ist der hintere Arm in der Mitte des vorderen Armes. Auch hier gibt es verschiedene Ausführungen. Es gibt das, es gibt das, es gibt das, das hier. Da haben wir die beste Schließung der Oberarmmuskeln und die Verbindung mit dem Oberkörper. Hier ist sie am stärksten. Wenn du wieder bereit, Agi-Schulter, diagonal 45 Grad, Handkante, Schritt vor Agi-Yogi. Wichtig jetzt, Fuß ran, ausholen, geh da mal rein, eins, greifen, Agi-Schulter und vor den Agi-Yogi. Vorderer Fuß ranziehen, Yami, beugen, raus, raus. Gut, jetzt zu den Details. Peter, bitte mal dahin, ein bisschen näher ran an die Kamera, ein bisschen mehr zu mitnehmen. Links Vorstoke, in die Diagonale. So. Hier stehen wir nach den vier Strokes. So. Jetzt kommt die Bewegung, diese Blockbewegung. Auch da gibt es mehrere Möglichkeiten, die nicht falsch oder richtig sind. Wir strecken mal den rechten Arm. Rechter Arm strecken. So, setzen den vorderen Fuß rüber. Holen aus bis an die Hüfte und machen Kehrtuch in einer hemiübertreten Position. Ja? Das ist eine der Möglichkeiten. Das heißt, von hier aus 1, 2, ja, übertreten. Gut. Was ich mache persönlich, wenn ich die Kata mache, weil ich zentral bin, ich schlage mit den Daumen an der Hüfte an. Das ist das Tempo, mit dem ich die Kata hier ausführe. Das heißt, ich kann in der Höhe, durch dieses Abhalten, kann ich eine Höhe. Und das ist das. Und dann weiter. Und hier genau dasselbe wieder. Das ist die Bewegung. Fuß wird rangezogen. Wenn ich hier die Hüfte nach hinten nehme. Und genau dasselbe hier. Und wir weiter. Das heißt, durch dieses nicht 1, 2, sondern nochmal bitte. Links vor. So, und. Sehr gut. Meine Ricardo. Und wieder knallen lassen. Meine Ricardo. Und ja, sehr gut. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass mein Sensei mir mal gesagt hat, diesen Maigeri so treten, dass ich hier über der Faust die Zehenspitzen sehen. No? Das heißt, von der Höhe her, eins und dann zwei. No? Zentriert. Ja. Gut. Danke. Dankeschön. Hayan Nida.